Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Mass Effect 1. Etwas länger her, als ich Mass Effect 1 gespielt habe, es tut mir auch leid. Viel Stress und sowas. Aber nun gut, ich bin wieder hier. Und was machst du mit dem Keeper? Was? Oh nein, ich wollte nicht. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Was machen Sie mit dem Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Na, warum denn nicht? Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Okay. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Dann helft doch mal mit. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ja. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Ja, aber warum tust du das? Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Okay. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Danke. So. Eine Nebenbeschäftigung, Keeper scannen. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen. Commander? Apropos Keeper, da haben wir ja einen. Es müssen gleich insgesamt 21 Keeper scannen. Nein, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Nein, bei Politik gibt es keine Fragen. So, Nummer 2. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mal alle Keeper gefunden habe mal. Na, wahrscheinlich darum, was mich noch nicht interessiert hat. Das hat, glaube ich, auch für den alle... Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Aber genau das ist es ja. Man hört es überall. Es sind nicht nur vereinzelte Gerüchte. Glauben Sie wirklich, Saren könnte in etwas derartiges verwickelt sein, ohne dass der Rat davon erfährt? Vielleicht weiß der Rat ja Bescheid. Es denken eh alle, dass er nur ihre Drecksarbeit verrichtet. Vorsicht. Ich wäre vorsichtig, wem ich sowas sage. Ich weiß. Aber wenn es stimmt, sollten wir dann nicht etwas unternehmen? Nein. Und ich wäre dankbar, wenn Sie mich da raushalten. Aha, haben Sie schon über Sachen geredet. Was ich sagen wollte war, ich denke nicht, ich glaube nicht, dass ich da alle 20 Keeper gefunden habe damals. Als ich bei Mass Effect 1 alle Erfolge geholt habe. Ich habe ja bei Mass Effect 1 und 2 alle Erfolge, für noch Mass Effect 3 noch. Und Andromeda. So. Jetzt ist der Aufzug plötzlich so schnell wie der Wind. Jetzt kommt das Spannendste, was es jemals gegeben hat in unsere Welt. Aufzug fahren. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Ja, Politik ist bedauerlicherweise in den meisten Fällen, also die unrichtige Art, richtig scheiße. Aber nun gut. Ist ja gar kein Grund, sich davon, aber
Nein, ich muss gleich schon wieder niesen. Das ist doch scheiße. Ja. Mist. Ach stimmt, ich habe Erfahrung. Da kann ich mir meine Schmeichelung ein bisschen erhöhen. So, dat. Ah, Gesundheitsverbesserung, das lohnt sich doch alle Male. Schmeicheln und Pistole. Wie man eine Schroflinte ein bisschen leveln. So. Entschuldigung. So. Bitte stören Sie die Kiefer nicht. Ja, was dann? Ah, was haben wir da vorne? Die waren vorhin nicht da gewesen. Schon, dass sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Officer Brauns Hilfe? Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Okay. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert. Die Hanar werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicherer. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Interessante Regelung. Wird's mich... Ja. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Hast du noch was zu sagen? Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar... Tut mir leid. Ich werde Sie wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch diesen Hanar loswerde. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Na, das mit dem Universum und Massenportal werden wir später nochmal zurückkommen. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass Sie Ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass Ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass Ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Na, geht doch. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Dann mach das. So, ich muss mich jetzt aber derweitigen anderen Problemen beschäftigen.
Ach, das ist ein Keeper. Durchlaufen wir die Zitadelle. Hurra, hurra. Lauf, 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 lauf. So. Aufzugfahrt, das ist doch lustig. Nicht. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Naja, man muss zugeben, dass er ein Großangriff war das jetzt auch nicht wirklich. Ihr wird das schon als mittleren Angriff einstufen mit einem großen Schirm, mit einer kleinen Visionstruppe. Ein kleiner Angriff war es nicht, aber auch kein großer. Für einen Großangriff brauchen wir schon eine größere Schiffeanzahl. Er spielt immer erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Fist hat etwas an sich, das mich nervös macht. Gut. Er ist ein gefährlicher Mann. Und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. Aha. Fist, den werden wir auch nur kurz kennenlernen. Wie kurz ist entscheidungsbedingt. Oh, Keeper. Keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Datenverteilung, was weiß ich was. Interessanter Aufzug. So, noch was zu sagen? Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Oje, oje. Region und Diplomatie. Eine sehr gefährliche Kommunikation, beziehungsweise Aneinanderreibung. Naja. Tür auf. Danke. So. Keeper scannen, danke. Die kleine Nebengasse haben wir hinter uns gelassen. Tür auf, dankeschön. Inhalt wird gespeichert. Das ist der. Oh, Auftragskiller. Egal wer die bezahlt hat, die machen echt einen schlechten Job. Mensch. Das waren Sarens Männer. Sicher. Wenn das echte Auftragskiller waren, da will ich nicht wissen, das sind wahrscheinlich die neuen Anfänger. Egal, gehen wir erstmal in einen Club namens Koros Nest. Sehe ich jetzt, was auch unsere Teamkollegen zu sagen haben. Ich verstehe, warum dieser Schuppen so beliebt ist. Es gibt hier tolle Aussichten. Hey, Lieutenant, fahren Sie die Zunge wieder ein, bevor Sie noch drauftreten. Ashley, was hast du zu sagen? 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch schlagen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig ist. Oder beides. Was? Sie glauben nicht, dass Sie wegen des Essens hier sind? Ach ja, ich mag die beiden. Aber ich denke, das war's mit dieser Folge. Ein kleines Kämpfchen am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.